Ja, also den Effekt, den gibt es, aber die Dichte war bei weitem nicht hoch genug, um diese dunkle Materie zu erklären. Also die Astronomen sind ziemlich am Ende. Harald Lesch hat mal gesagt, das Einzige, was eigentlich noch übrig bleibt, sind Ziegelsteine oder Regenschirme, was da draußen herumfliegen könnte. Gaswolken kann man ausschließen, größere Objekte kann man ausschließen, Sterne kann man ausschließen, es bleibt nicht mehr viel. Dann gibt es natürlich noch Vorschläge der Teilchenphysiker, die Weakly Interacting Massive Particles. Eine ganze Zeit lang hat man auch Neutrinos verdächtigt, sie könnten zu dieser dunklen Materie beitragen, das ist inzwischen ausgeschlossen. Es gibt immer wieder neue Vorschläge, Elementarteilchen zu postulieren, die dann natürlich die Eigenschaften haben, die man auch haben will auf der Galaxienskala. Robert Saunders sagt in seinem neuen Buch The Ingenuity and Imagination of Theoretical Physicists can always accommodate any non-detection by inventing new possible dark matter candidates. Das ist natürlich eine sehr harte Kritik. Man könnte auch sagen, solange es noch italienische Diminutive gibt, stirbt die Hoffnung nicht. Aber wir warten ab. Das Problem ist wirklich, Nichtentdeckung heißt noch nicht, dass die Theorie tot ist, und man kann immer wieder supersymmetrische Teilchen zum Beispiel fordern. Wenn Sie daran glauben, lade ich Sie herzlich ein, auch auf bet-on-the-Higgs.com, auch auf die supersymmetrischen Teilchen zu wetten. Können Sie ein bisschen Geld verdienen, wenn es entdeckt wird, an das supersymmetrische Teilchen. Wenn man nun an diese Teilchen glauben möchte, will sie gar nicht jetzt überzeugen, dass sie nicht gibt. Vielleicht irre ich mich ja. Wenn man aber an diese Teilchen sogar glauben möchte, bleiben immer noch viele Rätsel dieser Spiralgalaxien übrig. Im ersten Moment sieht es wie ein großes Durcheinander aus, wenn wir viele Spiralgalaxien uns ansehen, also die Rotationskurven, scheint sehr unregelmäßig, aber es steckt ein System dahinter. Die kleinen Galaxien, also links oben beginnend, die zeigen systematisch dauernd ansteigende Rotationskurven. Die großen hellen Galaxien, sowas wie Andromeda, links unten dann typisch, steigt die Kurve sehr stark an, diese Rotationskurve, bis zum Gipfel und bleibt dann im Prinzip auf dem gleichen Niveau. Das sieht man durchgängig. Und das ist sehr eigenartig, weil um diese flache Form zu erhalten, müsste praktisch der innere Teil unserer bekannten leuchtenden Materie dem äußeren Teil gleichzeitig mitteilen, wie viel dunkle Materie denn da sein muss, damit die beiden sich auch einigen können auf eine wirklich flache Rotationskurve, die sonst auch gar nicht da wäre. Und das ist also bekannt geworden als Conspiracy zwischen dieser Scheiben, zwischen der leuchtenden Scheibe und dem dunklen Halo. Es äußert sich auch darin in einer Relation, die man festgestellt hat, bei Spiralgalaxien, jetzt herausgegriffen, eine Population von Spiralgalaxien im Großen Bären, die den Vorteil hat, dass man von der weiß, die ist Teil eines Haufens und hat also im Prinzip die gleiche Distanz, das heißt, man muss sich nicht über die Eichung so große Gedanken machen. Und dort ist die Leuchtkraft dieser Galaxien in sehr guter Übereinstimmung zur vierten Potenz dieser äußeren Geschwindigkeiten an den Rändern. Stellen Sie sich das vor. Die Leuchtkraft der Scheibe, die hängt ja nur von der unserer normalen bekannten baryonischen Materie ab. Die Grenzgeschwindigkeit aber, die ist ja praktisch ausschließlich dominiert von der dunklen Materie im Halo, der ein Vielfaches an Masse in sich trägt. Warum sprechen sich alle Galaxien so ab, dass diese Relation so genau gilt? Da gibt es keine vernünftige Erklärung in der im normalen Bild der Galaxienentstehung. Und es gibt viele Dinge, die sehr stark dagegen sprechen. Um Ihnen ein Beispiel zu geben, wie weit die Technik fortgeschritten ist, also hier steht 42 Beeband Exponential Scale Lengths. Das bedeutet, die Galaxienleuchtkraft fällt ungefähr wie eine Exponentialfunktion ab, mit so einer Skala von, ja, das ist eben die eine Skalenlänge. Und das 42-fache dieser optischen Skalenlänge ist man inzwischen in der Lage, an Rotationskurven aufzunehmen.
Und die ist immer noch flach, die hört nie auf. Obwohl die Halos eigentlich theoretisch schon aufhören sollten. Das ist das Problem. Weil das wirft natürlich die Frage auf, ist der Anteil der dunklen Materie im Universum einfach ein Maß für unsere Teleskopqualität? Weil irgendwann kann man vielleicht noch weiter rausblicken, aber es hört einfach nicht auf. Man hat noch keine gefunden, die wirklich einen Abfall zeigt. Und das sagen auch Gentili und Salucci, das ist sehr merkwürdig und widerspricht dem Standardmodell. Das hat einen ganz anderen Vorschlag auf den Plan gerufen, alle diese Widersprüche. Mordechai Milgrom hat 1983 vorgeschlagen, könnte man diese Abweichungen nicht auch sich dadurch erklären, dass in den äußeren Bereichen von Galaxien andere Gravitationsgesetze gelten? Oder anders gesagt, wir sehen natürlich diese dunkle Materie nur, wenn wir daran glauben, dass auch tatsächlich das Gravitationsgesetz in dieser Keplerschen Weise richtig ist, das heißt, die Geschwindigkeit in der Weise abfallen muss. Und man kann nun, ich glaube, Sie können diese Theorie vielleicht gar nicht richtig schätzen, weil es gibt sehr viele schlechte Vorschläge, wie man das Gravitationsgesetz modifizieren kann. Zuerst ist der naheliegende Gedanke vielleicht, ja, ab 100.000 Lichtjahren oder ab 200.000 Lichtjahren, da wählt man noch einen anderen Parameter und dann stimmt das wieder. All das funktioniert überhaupt nicht. Ja, da würden Sie für jede Galaxie eigentlich eine neue Zahl anpassen müssen. Und das Besondere an dem Vorschlag von Mond ist nun, dass eine einzige Zahl, eine Beschleunigung, genügt, um dieses Benehmen der Spektralgalaxien, also um diese Rotationskurven wirklich sehr gut zu beschreiben. Das erkennen übrigens auch neidlos alle Vertreter der Standardkosmologie an, dass das ein merkwürdiger Zusammenhang ist. Ich denke, das Verdienst von Milgrom ist vor allem, dass er uns gezeigt hat, bei geringen Beschleunigungen passiert interessante Physik und nicht jetzt bei einer bestimmten Masse oder bei einer bestimmten Skala. Weiter interessant an der ganzen Sache ist, dass diese sehr geringe Beschleunigung 1,1 mal 10 hoch minus 10 Meter pro Sekunde Quadrat, dass das gerade in der Größenordnung liegt, wenn Sie die Lichtgeschwindigkeit durch das Weltalter teilen. Da kann man natürlich jetzt sagen, das ist jetzt Zahlenspielerei, vielleicht. Aber selbst wenn es Zahlenspielerei wäre, wäre es immer noch beachtlich, dass eine einzige Zahl genügt, diese vielen Spiralgalaxien so gut zu beschreiben. Das heißt natürlich jetzt nicht, dass ich jetzt Werbung für Mond mache. Ich glaube, Mond ist als Theorie eigentlich letztlich furchtbar. Und ist ein Fremdkörper in der Physik, es wirft alles über Bord, was uns heilig ist, angefangen von Äquivalenzprinzip. Und es gibt auch Beobachtungen, die in heftigen Widerspruch zum Mond sind. Also in Galaxienhaufen leistet die Theorie nicht so viel. Aber ich zeige Ihnen noch ein Beispiel, wo sie wirklich sehr gut übereinstimmt. Das ist die Galaxie 2403. Ich habe die genommen, weil das die erste war, an der also eine Rotationskurve dann exakt vermessen wurde. Und der Autor, der Seth Shostak, hat gesagt, er widmet seine Diplomarbeit den Einwohnern von NGC 2403. Sie können Exemplare bei ihm bestellen zum Selbstkostenpreis. Und also daran sieht man, dass diese Mondtheorie wirklich eine gute phänomenologische Theorie ist. Ja, es kann nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Ich glaube, das sind sich auch sehr viele einig jedenfalls. Aber wir müssen uns wundern. Wir sehen also, selbst wenn wir an die Vorstellung von dunkler Materie glauben, wir sehen große Probleme in Spiralgalaxien. Diese Beschleunigung tritt auf. H0 ist die Hubble-Konstante, im Prinzip von der gleichen Größenordnung wie 1 durch Alter des Universums, nur dass Sie sich nicht stören dran. Also diese Beschleunigung, die irgendwie verwandt zu sein scheint mit den